Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die Umbauten sind abgeschlossen. Unsere Flotte ist auf dem Weg nach Shelly, wo sie in diesem Moment auch angekommen ist. Und das ist der Moment, wo wir dann mit den Xanians mal jetzt ein ernstes Wort zu sprechen haben. Denn wir wollen den Krieg erklären, Leute. Wir wollen den Krieg erklären und wir wollen eigentlich wie immer eine Vasalisierung hinkriegen. Und wir haben auch ein Glück. Der grüne Frieden hat ein Glück, unfassbar. So, sehr schön. Das kommt nur, weil er militaristisch ist, ihr seht es, und galaktische Ambitionen hat, sonst, und die Bestimmung des Schicksals, sonst wäre das nicht möglich, sonst könnten wir sie nicht in einem Zuge vasalisieren. So, mehr können wir dann dementsprechend auch nicht machen. Ja, und insofern geht's los. Das wird bestätigt und wir sind im Krieg, Leute. Wir sind im Krieg und unsere Flotte wird jetzt hier direkt zur Hauptwelt fliegen. Und wir können gespannt sein, was uns dort erwarten wird. Wir haben hier noch ein paar... Aha, es geht schon interessant los. Ein paar Schiffe, da müssen wir drauf achten. Hier sind ja Systeme, die noch sozusagen in unserem Hinterland sind. Das könnte auch noch knifflig werden. Aber ich will erstmal unsere Flotte nicht aufteilen. Wer weiß... Wer weiß, was wir hier... zu bekämpfen haben. So, eine Flotte ist entdeckt. Was ist denn das bitte? Ein einzelnes Schlachtschiff ist hier unterwegs. Uiuiuiui. Das ist ja jetzt wirklich blöd. Und da ist auch eine kleine Flotte. Eine 1700er Flotte. Okay, das lässt mich jetzt doch in Versuchung bringen, ob wir nicht vielleicht, ich sag mal, eine 5000er Flotte oder so abspalten. Doof. Doof gelaufen, würde ich sagen. Die zerschießen uns da ganz schön viel. Naja, wir müssen erstmal warten, bis wir in der Hauptwelt sind. Dann sehen wir weiter. Aber vielleicht fliegen die auch schon uns entgegen. Das wär natürlich auch möglich. Dann wäre es kein Problem. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben... Oh, wir sind jetzt gleich in der Falle geraten. Aber ansonsten ist hier keine gegnerische Flotte. Gut. Dann müssen wir uns erstmal hier kräftig verteidigen. Und die Militärstation erledigen. Aber wir haben jetzt... Oh, jetzt kommen die fokussierten Archen mit. Die finde ich nämlich tatsächlich noch ein Stück weit besser als die Lanzen. Jetzt können wir sie natürlich nicht einbauen, sondern eine neue Forschung. Und Leute, wir haben die neuen Kraftwerke. Wir können die neuen Kraftwerke wählen. Und das sollten wir auch unbedingt tun. Denn wenn wir unsere Flotte weiter vergrößern, brauchen wir natürlich auch weiter mehr Energie. So, und jetzt können wir gespannt sein, wie sie sich jetzt hier schlagen werden. Ja, sehr schön. Die arbeiten auch mal viel mit Raketen. Unsere Punktverteidigung macht da ihren Job ganz gut. Und habt ihr das gesehen? Ein paar Schüsschen und die Sache war erledigt. So, wo wenden... Wir sind aber immer noch im Kampf. Und welche Stationen sind unter... Aha, hier wollen sie hin. Hier. Das ist natürlich unschön, weil das ist unser Außenposten hier. Wenn der weg ist, verlieren wir Gelände. Aber die Frage ist, greifen sie da wirklich an? Ja, sie wollen da angreifen. Dann werde ich versuchen, hier ein bisschen was abzubringen. Leider beballern die ja gerade hier diese sinnlos die Forschungsstation. Ich hoffe, ihr geht jetzt mal direkt. Ihr macht das mal. Erledigt das mal schnell. Situation Log updated. So, macht hin hier. Situation Log updated. Okay, jetzt sind wir nicht mehr im Kampf. Jetzt müssen wir uns das anschauen. Jetzt sollten wir ein paar Schiffe rausnehmen. Also, ich denke, wir werden... Also, ich denke mal, so eine 6.000, 7.000er Flotte wäre vielleicht nicht schlecht. Dazu brauchen wir definitiv ein Schlachtschiff. Und wir nehmen... ein paar Zerstörer mit, ein paar Korvetten. Was haben wir jetzt da? 2200. Wir nehmen mal so, wie es hier kommt. 2900. 3500. Ne, eigentlich, warum hat er das jetzt abgebrochen? Warte mal, wir ziehen die noch über. 3600. Ja.
Dann machen wir die noch so. Noch ein Kreuzer dabei und dann sind wir eigentlich schon ganz gut, glaube ich. So, wenn wir die beiden... Den will ich zusammenbringen und die erste Flotte wird jetzt hier direkt den Planeten bebomben und die anderen... Ja, natürlich ohne Admiral. Das ist echt unsere Schwäche, dass wir nur einen haben. Die müssen jetzt da den Job machen. 5100. Die zweite Flotte. Oder wir geben denen den Admiral mit. Was haben wir aber? Die kriegen das auch ohnehin, oder? Wir haben 48. Ich meine, das würde vielleicht für so einen billigen Typen reichen. Mal gucken. Rekrutieren. 46. Ja. Ein eifriger Jennifer Knight. Ich glaube, wir machen das mal. Oder wir... Ah, Mensch. Das ist schwierig. Ein guter General hat schon richtig nette Vorteile. Ne, wir machen das nicht. Für diese, wir sind nicht wirklich unterlegen. Wir werden das ohne bekämpfen. Wir werden die ohne bekämpfen und hoffen, dass unsere Militärstation bis dahin noch überlebt. Aber ich glaube nicht, das wird nicht gelingen. So, was macht ihr? Bombardiert ihr? Ja, ihr tut das. Wie viele Armeen sind hier drauf? Ja, einige. Verteidigungsarmeen allerdings. Ein paar Angriffsarmeen auch. Das sollte möglich sein. Ich denke, wir werden dann mit unserer ersten Transportflotte schon mal direkt dorthin fliegen. So. Gibt es sonst noch was Gefährliches, auf das, auf was wir achten müssen? Ich glaube nicht. Dann wollen wir hoffen. Ha, ich sehe gerade unser neues... Ich glaube hier... Nee, was ist denn das hier alles? In Uranka. Ach, das ist unser Schlachtschiff, was fertig geworden ist. Das kann sich ja dann mit denen treffen. Oder es kann einfach ganz alleine, ist ein bisschen riskant hier, ganz alleine hier anfangen zu bombardieren, das Ding. Das wäre auch eine Möglichkeit. Damit wir hier Ruhe haben auf der Seite. So, was ist hier alles passiert? Arbeitslosigkeit. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das denn bitte? Aha. Ah, wir haben die... Ach Gott, die Integration ist abgeschlossen. Alles klar. Und wieso sind die arbeitslos? Dieses Gebäude ist deaktiviert. Wisst ihr was? Wir machen da keinen... Warte mal, jetzt müssen wir erstmal in Ruhe alles machen. So. Könnt ihr mir da mal eine Nachricht geben? Wir haben die integriert, ohne dass er eine Schlussnachricht uns gibt. Wir haben viel zu viele Systeme. 10. Gut, was wir tun werden, wir werden jetzt hier einen neuen Sektor etablieren. Ich hoffe, ich habe dafür den Einfluss. Warte mal. Planeten, neuen Sektor erstellen. Auch gar keinen Einfluss. Gut, dann werden wir diese ganzen neuen Dinger hier reinnehmen. Und uns um die nicht weiter kümmern. Was ich gerade sehe, das ist ja hier richtig blöd. Die kommen da nicht zueinander. Das ist ja super doof. Aber gut. Mehr ist da, glaube ich, nicht. Und damit... Haben wir ihn? Okay. Irgendwas vergessen? Wieso sagt er mir jetzt hier das mit dem Häkchen an? Nee. Okay, der neue Sektor ist da. Den könnten wir dann auch noch umbenennen, glaube ich. Wir nennen den Tumbatoria.
So heißt der Sektor. Dann wissen wir genau Bescheid. Anführer haben wir, glaube ich, nicht frei. Ja, so, die Sache ist damit erledigt. Alles klar. Dann müsste das Problem alle Arbeitslosigkeit, da kümmern sich die Leute drum. Und wir hoffen darauf, dass jetzt hier. Gott, was haben wir jetzt? Wir haben die ganzen Schiffe von denen auch noch gekriegt. Die ganzen Konstruktionsschiffe. Die will ich ja gar nicht haben. Aber da müssen wir uns nach dem Krieg erstmal drum kümmern. So, die Flotte fliegt. Und wie sieht es hier aus? Station under attack. Wie sieht das Hostile fleet Bombardieren engaged. aus? Ja, es sieht gut aus. Wir können unsere Transportflotte. Wo ist sie jetzt eigentlich? Ist sie schon in der Nähe? Ja, wir können sie hier schon hinbringen. Ihr könnt gleich landen. Sehr gut. Leider habe ich die Hauptflotte des Gegners irgendwie noch nicht gefunden. Deswegen wage ich es noch nicht so richtig. Hier aktiver zu werden. Was haben wir hier? Eine Zehntausender Flotte. Was ist das denn bitte? Ach, das ist, glaube ich, die Flotte, die wir von den Tumbatoren bekommen haben. Ich sehe jetzt nicht mehr durch, Leute. Das muss die Flotte gewesen. Ja, wir haben eine neue Flotte bekommen. Ah, alles klar. Gott, das muss man jetzt erstmal alles auf die Reihe kriegen. Hier überschlagen sich ja die Ereignisse. Okay. Situation log updated. Leider, 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 leider kommen wir hier zu spät. Wir kommen hier zu spät, aber Gott sei Dank ist der Außenposten nicht beschädigt worden. Und ich fürchte, wir kriegen dieses Minischiff, kriegen wir auch nicht mehr. Aber gut. Wir verfolgen die dann eben ein bisschen. Und sehr schön ist natürlich, dass die hier jetzt hoffentlich gleich mal hier für Ordnung sorgen. Situation log updated. Könnten wir Situation log updated. eigentlich gleich auch die nächste Hostile fleet detected. die Bombardierung durchführen und mit unserer zweiten Transportflotte dorthin fliegen. Construction Das kommt complete. eigentlich ganz gut. Okay. Ja, Feindflotten, die hier irgendwo in unserem Hinterland rumfliegen, sind nervig, aber mit denen müssen wir irgendwie klarkommen. Hostile fleet engaged. Die versucht tatsächlich noch Hostile fleet detected. unsere Station zu Situation zerstören. log updated. Ah, da ist die große Feindflotte. Alles klar. 9700. Das ist interessant. So, das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Das ist ja aber trotzdem auch irgendwo ein bisschen überschaubar. Wir werden. Sind wir hier eigentlich schon am Kämpfen? Ne, wir sind noch nicht angekommen. Da sind sie erst. Wir werden hier wieder eine kleine Schutzflotte da lassen. Da wünschte ich mir auch so eine Art Automatik-Button, wo man irgendwie, sagen wir, 10% abspalten könnte. Das wäre eine feine Sache. Also wir werden hier einen Kreuzer hinschicken, einen Zerstörer, noch einen Zerstörer, zwei Korvetten, eine Tausender Flotte, die sollte. Na, vielleicht schicken wir noch einen Kreuzer und noch einen Zerstörer, die sollte erstmal reichen. Die hilft hier und unsere erste Regulatorenflotte, die wird versuchen zu antizipieren. Ne, wir sehen ja eigentlich, wo die hinfliegen. Na, die wird denen folgen. Geht das so einfach? Na, mal gucken, wo die hinfliegen. Ins Ustier-System. Ich habe es nicht genau sehen können. Komisch, dass in unseren Systemen, dass wir sie da nicht erkennen können. Die werden aber vermutlich irgendwo weiterfliegen. Hostile fleet engaged. Ohne Anführer. Und was kommt hier? Eine Feindflotte. Ach, hier ist auch noch unser Schlachtschiff. Sehr schön. Du kommst bestimmt mit dem klar. Während du hier weiter bombardierst und die Befestigung runterhaust. Das ist auch in Ordnung. Die Transportflotte Hostile fleet engaged. ist am Start. So. Wo sind die Hauptflotten? Hier 9000, hier 497. Damit müssen wir hier hinterher fliegen. Construction complete. Möglicherweise fliegen sie auch nach Tarak Hostile fleet detected. oder nach Nuranka. Da haben wir es. Beobachten wir mal, was sie da tun werden. So, jetzt beginnt unsere Invasion. Springen sie weiter? Sie springen weiter. Natürlich nach Tarak. Da wollen sie jetzt die Schlacht führen. Aber da sind wir immerhin auch mit 10.000
Flottenstärke allerdings. Oh, wartet mal. Jetzt kommen sie hier mit 4000. Ah, die haben ganz auf widerliche Art und Weise ihre Flotte geteilt. Das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Dann bleiben wir, würde ich mal sagen, erstmal hier erwarten. Hostile Fleet engaged. Die Feindflotte und vernichten die. Das kommt ganz gut. Also 8300 haben wir dann jetzt. Sehr schön. Und die große Flotte, die ist jetzt da und wird auch durch die 10.000er angegriffen. Unser armes, neugebautes Schlachtschiff ist natürlich jetzt hier ganz alleine. Und das alles ohne Admiral und die Transportflotte vor allem. Die muss jetzt auch erstmal in Sicherheit gebracht werden. Nein, die ist blöderweise mit in dieser Schlacht drin. Das ist natürlich ganz doof gelaufen. Kann die nicht irgendwie rausspringen? Die kann sich zurückziehen, ja. Das machen sie, machen wir auch. Natürlich gut, dass das Schlachtschiff die Sache jetzt abhält. Aber allerdings ist das natürlich gleich erledigt, weil es da so einsam herumgestanden ist. Mal sehen, ich bin mal gespannt, ob hier diese Flotte, die wir von den Tumbatoren geerbt haben, ob die es schaffen wird, während wir hier hoffentlich die Sache gut machen werden. So, sehr schön. Unsere Lanzen hauen rein. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Die feindlichen Korvetten werden zerschnetzelt, wie sich das gehört. Wir müssen gleich mal in die andere Schlacht mit reingucken. Situation log updated. Aber das gefällt mir. Enemy planet secured. Okay, der Planet ist auch unser. Sehr schön. Damit haben wir die Hauptwelt und 30% erreicht. Das ist erfreulich. So, ein Teil der Flotte ist erledigt. Da sind nur noch zwei Schlachtschiffe. Und die müssten auch gleich dahin sein. Sehr schön. Wir können uns ja mal einmal diese Flotten, diese Kampfstatistik ansehen. Wir sehen, der Gegner hat hier vor allem Kinetikschaden gemacht. Und ein paar Kurzstreckenschaden. Mehr hat er nicht. Er hat keine Energiewaffen, er hat keine Explosivwaffen in dieser Flotte gehabt. Sehr gut. Und unsere Partikellanzen haben natürlich vor allem reingehauen. Und eine Korvette haben wir in dieser Schlacht nur verloren. Das ist natürlich nicht übel. Insofern, ich bin mir ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so sehe, gar nicht so sicher, ob diese Flottenteilung mit der schnellen und der langsamen Flotte wirklich so cool ist. Weil, nehmen wir an, unsere schnelle Flotte, die wäre vorausgeflogen. Ich glaube, da wären mehr Korvetten erledigt worden. Würde ich jetzt mal vermuten. Gut, ich meinte vielleicht bei knapperen Gefechten ist das vielleicht eine wichtige Sache. Aber so bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Okay, Leute, was ist hier los? Was ist mit der anderen Flotte los? Wie schlägt die sich? 9700 gegen 8200. Wird das eng? Müssen wir uns Sorgen machen? Das ist ja eine Flotte, die wir überhaupt nicht selbst ausgerüstet haben. Da haben wir überhaupt keine Peilung. Der Gegner hat Schlachtschiffe. In größerem Umfang. Okay. Gut. Hostile Fleet detected. Die nächste Feindflotte ist detected. Wo ist sie denn? 497 in Noranka. Ja, das muss uns nicht nervös machen. Wir müssen jetzt bloß überlegen, ah, da kommt auch noch Hilfe von unseren Verbündeten. Wo fliegen wir mit unserer Hauptflotte jetzt hin? Vertrauen wir denen dort, dass sie das hinkriegen? Oder bewegen wir uns woanders hin? Ach, wir haben ja auch noch unsere 5000er Flotte. Die sollten wir unbedingt jetzt vielleicht mit den Vereinen, haben wir zwei große Flotten. Dann ist das in Ordnung. Dann fliegen wir mit unserer Hauptflotte, ich würde einfach mal sagen, zum nächsten System. Was bleibt uns da auch übrig? Sehr schön. So, und die sind ja hier gelandet. Die könnten wir eigentlich auch nochmal ausrüsten. Können wir das machen? Nee, das geht nur auf eigenen Planeten. Alles klar, hier geht's nicht. Dann sollen die sich erstmal dort erholen. Invasion vorbei. Ein General hat Fähigkeit 2 erreicht, das ist sehr schön. Die Flottenkampfstatistik interessiert uns nicht mehr. Hier gibt es eine neue Flotte, zeitkritische Projekte, Flottenkampf, alles soweit
in bester Ordnung. Da kommen unsere Verbündeten. Und wir warten jetzt nochmal diesen Kampf hier ab, der ein bisschen knapper wird. Der Gegner hat nur Schlachtschiffe am Start. Wir versuchen mal mit unserer 5000er Flotte da was zu erreichen. Auf jeden Fall wird die Flotte ihn so weit runterbekommen, dass... Ah, ich sehe gerade, hier sind natürlich... Sind das auch noch Schlachtschiffe? Tatsächlich. Der Jarls Sikra 3-Klasse. Was auch immer das sein mag, was sie da gebaut haben. Gut, aber sie kriegen es hin. Sie kriegen es hin. Die Flotte mit stärkeren Verlusten hat es hingekriegt. Sehr schön. Huh. Okay. Alles klar. Wunderbar, Leute. Dann haben wir den Auftakt ein bisschen rumpelnd, aber irgendwie hingekriegt. Unsere Hauptflotte ist hier in Unimar. Auch erstmal hier gefangen worden in der Hyperraumfalle. Aber das sollte kein Problem darstellen. Ja, wir sind bei 64%. Ich denke, das Schwerwiegendste haben wir geschafft, würde ich mal vermuten. Hier ist noch unsere Transportflotte, nicht, dass die hier belästigt wird. Ah, das ist auch eine gegnerische Transportflotte. Alles klar. Gut, es geht also weiter mit diesem Krieg gegen das Großherzogtum. Und vor allem ist wichtig ja, dass diese Freunde hier ruhig bleiben. Sie sind illoyal, aber die Meinung steigt etwas. Wahrscheinlich, weil unsere relative Macht auch steigt. Okay, also das ist die einzige Gefahr, die ich hier noch sehe. Ansonsten müsste das ganz gut laufen. Unsere Energiebilanz ist auch nicht die beste, das kommt noch hinzu. Aber wir kriegen das hin. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.